Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Das ist das letzte Video dieses Urlaubes, denn nach diesem Tag sind wir dann im Prinzip auch nach Hause gefahren. Nicht nur im Prinzip, sondern sind wir nach Hause gefahren. Und da habe ich dann auch nicht mehr gefilmt, sondern bin einfach entspannt nach Hause und ja, dann war der Urlaub vorbei. Angefangen haben wir den Tag damit, dass wir Fahrrad gefahren sind. Wir sind einen Berg hochgefahren. Es war nicht so extrem hoch, weil wir ja sowieso schon ziemlich hoch lagen. Und sind dann so einen Mountainbike-Trail runtergefahren. Das war ganz cool. Und danach sind wir einmal mit der Bahn nochmal hochgefahren auch und sind diesen Mountainbike-Trail nochmal gefahren. Und das hat echt Spaß gemacht. Allerdings hat ein gewisser Mensch vergessen, beziehungsweise hat nur die Hälfte der Halterung mitgenommen und so konnte ich meine GoPro eigentlich nirgendwo wirklich festmachen, außer am Handgelenk und da hat es nicht wirklich funktioniert und sehr geklappert auch. Es gibt davon keine Aufnahmen. Danach sind wir dann mit einem Ruderboot, beziehungsweise ich habe gar nicht mal gerudert, aber wir sind mit einem Ruderboot zu einer Brücke gefahren, um von dieser dann runterzuspringen. Das hatten sich meine Freunde schon länger überlegt und so haben wir das dann auch gemacht. Es war im ersten Moment echt ungewohnt und nicht ungewohnt, aber unangenehm. Zwar war sie maximal 3-4 Meter hoch und ich bin ja auch schon öfter tatsächlich von dieser Höhe gesprungen, aber es war einfach ein bisschen ungewohnt und es standen echt viele Leute da, die einem irgendwie zugeguckt haben. Krass beschleunigen könntest, dann würde ich mich auch.